Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit euren Reaction-Vorschlägen und ich freue mich, dass ich wieder mal auf Creepasser Punch reagieren kann und ich soll auf das Video Vorsicht, wenn ihr die Treppen im Wald findet, reagieren und das machen wir doch super gerne und ich habe gerade schon auf dem Thumbnail gesehen, also wenn ich eine Treppe finde, die einfach straight nach oben geht, mitten im Wald, einfach straight nach oben, würde ich erstmal denken, okay, was habe ich heute eigentlich zu mir genommen? Ich würde erstmal wirklich so denken, so irgendwie muss ja, ich habe keine Pilze gegessen, esse ich ja eh nie. Ich habe doch eigentlich nichts genommen, also, ne? Aber wir finden es heraus. Wenn ihr das nächste Mal draußen seid und einen Spaziergang durch einen nahegelegenen Wald macht, solltet ihr am besten vorsichtig sein. Also in dem Weil es nicht. Gibt derzeit ein Mach Phänomen, welches auch hier in Deutschland mehrfach beobachtet wurde, welches gefährliche Folgen haben könnte. Denn solltet ihr durch einen Wald spazieren und ihr seht auf einmal, mitten im Wald, scheinbar ohne jeglichen Grund, Treppen, die in den Himmel zeigen, dann solltet ihr ganz vorsichtig sein. Zumindest, wenn man dem Mysterium, über das ich... Also, jetzt mal ganz... Okay, das könnte aber auch so ein Fun von Deutschland sein und sagen, ja, wir brauchen eine Aussichtsplattform hier, wir haben genug Steuergelder, man könnte jetzt da eine Aussichtsplattform für 100.000 hinstellen, kann sein, ne? Weil es gibt in Deutschland viele Aussichtsplattformen, auch bei uns hier in der Nähe. Die ist bei uns in der Nähe, die müsst ihr euch vorstellen, so Blickrichtung zwei Bäume, ne? Also mehr ist da wirklich nicht zu sehen. Und die ist so hoch, ne? Also so hoch, ne? Und die kam irgendwie, weiß nicht, 20.000 oder so, also... Ja. Also wenn ihr euch fragt, wo eure, ich frage mich das schon lange nicht mehr, aber wenn ihr euch fragt, wo eure Steuergelder sind, ne, ihr könnt da immer so einen Teil von der Aussichtsplattform abschneiden, da habt ihr eure Steuergelder zurück. Ich heute einmal reden möchte, Glauben schenken. Denn angeblich wird derzeit im Internet immer und immer wieder darüber berichtet, dass Leute in Wäldern, einfach ohne jeglichen Grund, mitten tief im Wald, weit weg von jeglicher Zivilisation, Treppen finden, die in den Himmel zeigen. Gut, für was soll ich einen Grund geben? Diese Treppen sehen unterschiedlich aus. Teilweise sind es steinerne Treppen mit Griffen an den Seiten, die einfach ins Nichts führen. Teilweise sind es hölzerne Treppen oder welche, die aus Metall gefertigt wurden. Manche Treppen sehen aus, als ob sie schon Jahrtausende alt wären, während andere Treppen aussehen wie neu. Teilweise wurden hölzerne Treppen gefunden, die mitten im Nichts standen und so aussahen, als wären sie gerade erst dorthin gezimmert. Steuerverschwendung. Sag's. Grundsätzlich beschrieben gerade auf Seiten wie Reddit und 4chan immer und immer mehr Leute ihre Gut, das könnte natürlich jetzt auch, vielleicht war hier damals ein Eingang, glaube ich zwar nie, aber könnte man jetzt sagen, so ein Eingang zum Bunker, was ich jetzt nicht glaube, aber hier könnte ja auch eine Jagdhütte damals gewesen sein, ne, vor Schieß mich tot, gestern, ne, weiß man ja nie, ne, vielleicht war stand da gestern eine Hütte, ne. Und vor 3 Jahren, weil ich gerade sehe, ne, vor 3 Jahren wurde das Video, also das Bild hochgeladen. Die haben aber vorher schon die Treppe gebaut und dann gestern haben sie erst angefangen mit der Hütte. Erlebnisse mit eben solchen Treppenstufen, die sie im Wald beobachtet hatten. Und grundsätzlich waren die Beobachtungen immer gleich gewesen. Leute schrieben, dass sie entweder vor kurzer Zeit oder vor Jahren mal durch Wälder spaziert waren und auf einmal mittendrin trafen sie auf Treppen. Diese Treppen waren abseits von jeglichen Wanderwegen gewesen. Einfach so. Diese Treppen waren abseits von Häusern oder anderen Gebäuden. Sie waren das Einzige, was mitten in Waldlichtungen stand. Und grundsätzlich könnte man sich denken, was ist schon dabei? Dort stehen einfach irgendwelche Treppen, nichts Besonderes, vielleicht einfach nur ein wenig seltsam. Doch die meisten Leute, die diese Treppen gesehen haben, beschrieben gleichermaßen auch, dass sie ein ungutes Gefühl hatten. Viele Leute haben beschrieben... Also, ich sag mal so, wenn ich jetzt eine Treppe irgendwo finde, die irgendwo hinführt, ne, gen Himmel und sowas, da würde ich auch immer ein ungutes Gefühl bekommen, weil da würde ich erstmal so nachdenken, was habe ich heute, was war in meiner Zigarette drin? Rauchen ist ungesund übrigens, raucht nicht. Was war in meiner Zigarette drin? Oder habe ich irgendwas heute genommen, von dem ich nichts weiß, ne? Also,
verstehe ich ihm, wie das ungute Gefühl dann in ihnen aufkommt, ne? Dass in dem Moment, als sie die Treppe sahen und sich der Treppe genähert hatten, sie spürten, wie ihr Herz schneller schlug. Manche beschrieben sogar regelrechte Panik, die sie verspürten, oder ein ungutes Gefühl, so als würde jeder Schritt, der näher an diese Treppen führte, ihnen mehr und mehr das Gefühl geben, sie würden von irgendjemanden oder irgendetwas im Wald beobachtet werden. Es gibt mittlerweile im Internet hunderte Sichtungen, wo eben solche Treppen gesehen wurden. Alles begann damit, dass einige Leute... Ich habe übrigens eine ganz kurze, eine kleine Real-Life-Story. Die Kamera, wenn man die Petero noch fährt, geht die eigentlich aus. Und vor zwei Monaten blieb die ganze Zeit an. Da habe ich mich gewundert, geht ja gar nicht. Ich habe PC ausgemacht und Reststrom kann ja sein und alles drum und dran, aber die war die ganze Nacht an. Und das ist jetzt ein Real Talk. Da wollte ich eigentlich mal, mache ich vielleicht noch eine Real Life Story, weil die schwenkt noch ein bisschen weiter aus und sowas. Ne? Habe ich jetzt hier so ein Tuch hingemacht, dass man hier nicht durchgucken kann. Und auf einmal geht die aus abends wieder. Hat mich da vielleicht jemand beobachtet? Nee, aber so. Leute aus Amerika posteten, dass sie eben über solche Treppen gestolpert waren, die mitten im Wald platziert waren. Die ersten Treppen, die gefunden wurden, waren meist recht kleine, mit Moos bedeckte Treppen, doch irgendwann kamen neue User aus Amerika hinzu, die von ihren Erlebnissen berichteten. Doch dieses Mysterium ist nicht auf Amerika begrenzt, denn mittlerweile kommen die zweitmeisten Sichtungen von eben solchen Treppen aus Deutschland. Die unterschiedlichsten Leute in Deutschland, aus dem gesamten Land, sind hervorgekommen und haben ihre Erlebnisse und ihre Fotos geteilt. Auch sie haben eben draußen in den Wäldern die unterschiedlichsten Treppen mit ansehen können. Wenn diese Treppen nun weltweit ohne jeglichen Grund auftauchen, ergibt sich natürlich die Frage, warum sind diese Treppen da? Aus welchem Grund sollten diese Treppen eben dort einfach hingestellt werden, gerade wenn manche neu aussehen? Und für was werden sie gebraucht? Zunächst kommen wir einmal zu den Theorien, die eben über diese Treppen aufgestellt wurden. Eine Theorie, wo Leute mit Logik versucht haben, an die Sache ranzugehen, war sofort gewesen, dass diese Treppen vielleicht einfach nur Überbleibsel von Ruinen sind. Dass eben an diesen Orten früher Häuser gestanden haben, die mittlerweile nicht mehr existieren. Beispielsweise waren in deutschen Wäldern gerade zur Zeit des Zweiten Weltkriegs viele Bunkeranlagen gebaut worden und auch viele Außenanlagen, Geschütztürme und dergleichen. Und es könnte eben sein, dass diese Türme mittlerweile eingestürzt sind, doch die Treppen eben nicht. Theoretisch ist dies eine recht glaubhafte Theorie. Das Problem ist nur, dass diese Theorie nicht alles erklärt. Einerseits, warum gibt es nur noch diese Treppen und der komplette Rest, jeder Rest dieser Ruine ist komplett vom Erdboden. Moment, da würde ich aber gerne eine Lösung für vorschlagen. Da gehen wir wieder Richtung Deutschland. Vielleicht haben die sich einfach gedacht, okay, man könnte aus den Treppen ja so eine Aussichtsplattform machen. Da muss man nicht die ganzen Steuergelder von den hart arbeitenden Leuten verschwenden. Hier könnte man ja die Treppen einfach stehen lassen. Also jetzt mal wirklich jetzt ohne Spaß, in der Real Talk jetzt. Ne? Man könnte ja rein logisch hingehen und sagen, ja gut, Aussichtsplattform. Boden verschluckt. Leute, die diese Treppen im Wald gefunden haben, suchten die gesamte Umgebung ab und fanden keine Spuren von irgendwelchen Ruinen. Keine kaputten Häuserwände, keine Ziegelsteine, die irgendwo auf dem Boden verstreut lagen. Es waren wirklich nur diese Treppen, so als ob nie etwas anderes dort gewesen wäre. Und wenn diese Treppen eben Überbleibsel von Ruinen waren, dann stellt sich die Frage, warum manche Leute beschrieben, dass sie Treppen gefunden haben, die wie neu aussahen. Dass sie teilweise hölzerne Treppen gesehen haben, die eben seit dem Zweiten Weltkrieg mittlerweile völlig zerstört sein müssten, die aussahen, als wären sie erst vor kurzem gebaut und dorthin gestellt worden. Weil eben so viele Leute beschrieben, dass dies keine Ruinen oder verlassenen Gebäude sein könnten, sind viele Leute der Meinung, dass wir eben hier keine logische oder natürliche Erklärung haben. Dass wir eben mit diesen logischen Theorien nicht herausfinden können, was hier passiert ist. Eine Theorie, die gerade im amerikanischen Raum immer und immer wieder hervorgebracht wird, ist, dass diese Treppen für Rituale verwendet werden. Es gibt in Amerika tatsächlich viele Vorfälle, wo irgendwelche Kulte, die sich gegründet haben, sich in Wäldern treffen, um ihre seltsamen und teilweise auch verstörten... Mein Buch... Fanclub, die Kuldis, wir treffen uns auch immer an der Treppe, weil von da oben kann man halt aufs Volk hinab
blicken, also auf meine Cool Dies kann ich dann hinabblicken und dann kann ich sagen, jo, habt ihr schon das neue Buch gelesen? Es brauche ich halt einen Titel von Buch, ne? Wie heißt da? Gibt es ein ganz bekanntes Buch, ist immer noch weltweit auf Platz 1. Ah, schönes Fantasy-Buch. Bibel, genau. Genau, da kann man da so vortragen, ne? Von da oben so. Rituale durchzuführen. War natürlich nur ein Opferung Witz, von ne? Tieren beispielsweise, die dann Mensch, über ey, dem habt euch Feuer nicht so. gegrillt werden, von Leuten, die sich verkleidet haben und um das Feuer herumstehen. Bitte. Es gibt auch die unterschiedlichsten Treffen von zum Beispiel Vereinigungen wie dem Ku Klux Klan, die sich regelmäßig in Wäldern treffen. Angeblich sollen diese Treppen vielleicht von solchen Sekten gebaut worden sein, die sie als eine Art Podest oder Podium nutzen, wo Oder dann ein Insekten. Sprecher oder Anführer sich draufstellt, um die ganze Situation zu beobachten. Dies ist eine Theorie, die vielleicht in gewisser Weise in Amerika Sinn ergibt, doch in Deutschland gibt es nicht wirklich gemeldete Fälle von Sekten oder Kulten, die sich eben in Wäldern treffen und so Jo. etwas gebrauchen könnten. Es ist also nicht wirklich eine universell mögliche Die Theorie, sie stimmt Kuldis. vielleicht in Amerika ein wenig, aber wir haben keinen Grund zu glauben, dass dies in Deutschland der Fall ist. Doch dann kommen wir jetzt eben noch zu der übernatürlichen Erklärung. Eine Erklärung, die immer und immer wieder hervorgebracht wird. Denn ein Punkt, auf den viele Leute sich fokussiert haben, ist der, dass man ein seltsames Gefühl hat, wenn man sich diesen Treppen nähert. Viele Leute hatten beschrieben, dass sie eben spürten, wie ihr Herz schneller schlug, wie sie Panik bekommen hatten, und deswegen waren viele sich sicher, dass etwas mit dieser Treppe nicht stimmen kann. Manche Leute gehen eben davon aus, dass man diese Treppen, wenn man sie im Wald sieht, niemals hinaufsteigen darf. Man darf sie nicht hochgehen, weil sie vielleicht dafür sorgen, dass man auf einmal verschwindet. Es gibt Leute, die behaupten oder die Vermutung aufgestellt haben, dass es sein kann, dass diese Treppen in eine Art andere Dimension oder sogar in die Hölle oder eben eine Unterwelt führen können. Dass man also diese teilweise sehr hohen Treppen Oh, hinaufgeht. stellt euch mal vor, das wäre eine echte Treppe, also keine Photoshoppte, sondern eine echte Treppe. Ich finde die Theorie übel spannend, muss ich echt sagen. Die finde ich wirklich spannend. Ich wäre sogar so krass drauf und würde es natürlich gerne ausprobieren wollen, so in eine andere Dimension einfach mal zu reisen, aber ich denke mal. Und irgendwann einfach verschwindet. Ihr müsst wissen, in Wäldern und Nationalparks verschwinden jedes Jahr Dutzende, wenn nicht sogar Tausende Menschen. Diese Menschen verschwinden scheinbar spurlos von der einen auf die anderen Sekunde und niemand weiß, wo sie sich aufhalten und ihre Leichen oder Körper werden nie wieder gefunden. Es gibt nun Leute, die eben behaupten, dass diese Treppen damit zu tun haben. Tatsächlich gab es in Amerika Vermisstenfälle in Nationalparks, wo eben Leute in der Nähe dieser Treppen verschwunden sind. Manche behaupten nun auf Reddit und 4chan, dass vielleicht diese Leute, die verschwunden sind, sich alleine getraut haben, die Treppen hinaufzugehen. Dass sie sich zum Beispiel von der Gruppe gelöst haben oder von ihren Familien, mit denen sie campen waren, und dann im Wald eine Treppe fanden und aus Interesse und Neugierde diese Treppe einfach hinaufgegangen sind. Vielleicht um oben einen schönen Ausblick auf den Wald zu haben, doch als sie dann diese Stufen hinaufstiegen, sind sie auf einmal in eine andere Dimension gelangt und verschwunden. Dies ist offensichtlich eine übernatürliche Theorie, und wenn man dieser Theorie glauben will, muss man auch in gewisser Weise an das Übernatürliche glauben, sonst macht das Ganze nicht wirklich Sinn. Doch tatsächlich finde ich es relativ interessant, wenn man sich einmal anguckt, wie viele Menschen wirklich jährlich spurlos in Wäldern und Nationalparks verschwinden und wie oft doch Leute scheinbar solche Treppen in der Nähe der vermissten Orte gefunden haben. Es könnte sein, dass diese Treppen im Wald nichts weiter sind als Ruinen, auch wenn diese Theorie nicht alles erklärt. Doch vielleicht haben diese Treppen, die die unterschiedlichsten Leute in Angst versetzen, auch eine tiefere Bedeutung. Vielleicht gibt es ein Geheimnis hinter diesen Treppen, das wir noch herausfinden müssen. Und vielleicht ist es tatsächlich irgendetwas Übernatürliches, das hier vor sich geht. Ich Das war auf habe jeden schon Fall mal gesagt, dieses dass Video. deine Ich hoffe, es hat euch Stimmen gefallen mega und geil wir sehen sind, uns ne? hoffentlich beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss. Er könnte jetzt einfach, weiß ich nicht, von einer Nudel erzählen, oder von Kochen erzählen und es wäre trotzdem mega creepy. Also, ein mega interessantes Video, ne? Also, klar, es gibt definitiv Sachen, Dinge, die wir uns noch nicht erklären können und die wir vielleicht erst in 100 Jahren erklären können. Weil ich bin auch der Meinung, da
Auffassung, dass es mehr gibt, als das menschliche Leben preisgeben kann. Also, weil allein schon ein Beispiel, allein schon jeder normale Mensch hat eine Gehirnkapazität, also benutzt von seinem Gehirn, manche ein bisschen weniger, benutzt von seinem Gehirn, sage ich jetzt mal, ich glaube, das waren 20% oder so, ne? 20% Leistung. Und man sieht es ja, es gibt Leute, die wirklich viel mehr irgendwie durch Meditieren oder irgendwie geschafft haben, mehr zu benutzen. Und man sieht ja zum Beispiel, der eine, der war zum Beispiel auch mal bei Supertalent, der kann einfach mal Potenzen ausrechnen. Also hier 24 hoch 30 oder sowas, müsst ihr euch mal angucken, sehr interessant. Und also random Zahlen konnte der einfach innerhalb von Millisekunden ausrechnen. So. Und das finde ich halt zum Beispiel auch wieder interessant. Das ist natürlich nichts Paranormales, aber genauso wie ich bin auch der Meinung, es gibt mehr Elemente als die wir jetzt gerade kennen. Also ich denke mal, wenn wir irgendwann so weit sind und wir außerhalb der Milchstraße, dann spielt vielleicht unsere Physik, die wir jetzt kennen, auf dem Planeten gar keine Rolle, weil vielleicht da Steine fliegen und wir wissen nicht wieso, von was sie angetrieben werden und. Deshalb, also ich feiere immer sowas, ich finde immer sowas übelst cool, ich überlege da auch ungemein sehr gerne auch immer darüber, aber ich denke jetzt mal in dem Fall, denke ich, ja, man weiß es halt nicht, ne, man weiß es halt nicht, aber ich würde jetzt einfach mal meinen, es sind Treppen. Ja, es sind Treppen, ganz normale Treppen, da passiert glaube ich nichts. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Danke für den Vorschlag, war sehr interessant und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.